Würden Sie an einem Tag wie heute aufs Rad steigen? In Kopenhagen ist das keine Frage. Die dänische Hauptstadt gilt weltweit als die Radfahrmetropole Nummer 1. Seit Jahren führt sie das Ranking der fahrradfreundlichsten Städte an und spart sich dadurch auch jede Menge Geld. Irina Oberguckenberger hat sich angeschaut, warum die Kopenhagener so gerne aufs Rad steigen, und zwar egal bei welchem Wetter. Wir haben uns wirklich den denkbar schlechtesten Tag ever für eine Kopenhagener Radfahrreportage ausgesucht. Das Wetter ist schrecklich, es ist eiskalt, es schneit, aber ganz in Kopenhagener Manier reise ich mich zusammen und setze mich trotzdem aufs Fahrrad. Und gemeinsam mit mir Lorenz Siegel, Landschaftsarchitekt und Mitarbeiter von Copenhagenize, ein Unternehmen, das die Fahrradkultur in Städten ausbauen und perfektionieren will. Es ist wirklich kein gutes Wetter. Warum fahren so viele Kopenhagener trotzdem mit dem Rad? Der Großteil aller Wege, die wir in der Stadt zurücklegen, weltweit, das ist unabhängig, ob wir jetzt von Amerika oder von Europa reden, ist unter 5 Kilometern. Und auf dieser Distanz ist das Rad einfach unschlagbar. Man braucht ja auf keinen Bus warten, man braucht keinen Parkplatz finden. Das heißt, der Weg ist der Weg. Kopenhagen ist die Radfahrerhauptstadt. 2/3 der Bewohner nehmen für den Weg zur Schule oder zur Arbeit das Rad. Yes, I'm always riding with a bicycle. Ich nehme immer das Rad, das ist das Einfachste. It's easier. Not today, but heute vielleicht nicht, aber sonst ist es gut, um an der frischen Luft zu sein. Because it's faster than taking the metro. Es ist schneller als die U-Bahn, es muss nur die Kleidung passen. It's all about clothing. Every day. Every day of the year? Every goddamn day. Ich fahre jeden Tag, so bin ich am schnellsten. It's easy to get around. Hey, have a good one. Für die Stadtregierung rechnet sich das. Weniger Feinstaubbelastung, weniger Ausgaben für Gesundheit, weniger Ausgaben für Infrastruktur. Wenn man in Wien zum Beispiel für die Kosten von 10 Kilometer sechsspuriger Autobahn oder Straße, wenn man das investieren würde in Fahrradinfrastruktur, könnte man wahrscheinlich die ganze Stadt ausstatten. Denn nur durch eine gute Infrastruktur bringt man die Leute tatsächlich aufs Fahrrad. Vor allem ein geschlossenes Radwegsystem. Weil der Fleckerlteppich, den man sonst in Städten findet, wo man dann auf einmal wieder sich plötzlich zwischen parkendem Auto und Bus findet, das trägt sicherlich nicht zum Sicherheitsgefühl bei. Kopenhagen geht sogar noch einen Schritt weiter und bietet alle möglichen Hilfsmittel, von gebogenen Mistkübeln, die leichter zu treffen sind, bis hin zu grünen Wellen für Radfahrer. So verwöhnt man halt die Radfahrer und versucht auch wirklich ihnen das Gefühl zu geben, dass man froh ist, dass sie das machen und dass sie nicht, wenn es mal so ein Wetter hat wie heute, sofort ins Auto reinsteigen. Und da ist sich Lorenz Siegel sicher, wenn es in Kopenhagen geht, geht es überall. Denn das immer schöne Wetter ist sicher nicht der Grund dafür, dass sich die Menschen auch an Tagen wie diesen fürs Fahrrad entscheiden.